So, Friends, jetzt will ich euch mal zeigen, was alles in der Gotti Edition von WWZ drin ist. Eigentlich ist es total überflüssig, aber ich habe gerade nichts zu tun. Mir ist super langweilig und ich kann nicht schlafen und ich muss in 4 Stunden schon wieder aufstehen. Also habe ich mir gedacht, mache ich mal ein kleines Video. Dann werde ich auch die drei Maps mal ein bisschen anspielen. Die Gotti Edition ist eigentlich mega geil, weil, tipp, jetzt gehen wir erstmal hier rein. Ich mach mal auf 3, dann schafft man das vielleicht auch, weil da halt mega coole Sachen drin sind. Für alle Leute, die sich vorher die Skins gekauft haben, ist es natürlich nicht so von Vorteil gewesen, aber ja, ich habe mir vorher nichts gekauft. Ich hatte halt das Grundspiel und deswegen hat sich das für mich gelohnt. Okay. Hier ist nichts freigeschaltet worden. Hier haben wir diesen Charakter hier freigeschaltet, diesen Skin, dieses Outfit. Durch die GOTY Edition. Nein, hier auch nichts. Hier haben wir diesen Charakter freigeschaltet oder beziehungsweise dieses Outfit. Hier haben wir auch nichts. Das ist jeder zweite. Hier haben wir einmal den Feuerwehrmann freigeschaltet. Hier auch nichts, scheinbar echt jeder zweite. Hier haben wir einmal dieses Lederoutfit freigeschaltet. Hier, oh, hier ist doch was. Hier haben wir für Sie dieses Arztoutfit. Baby. So, für ihn haben wir hier keine Ahnung. Er sieht aus wie so ein Partisan aus dem Zweiten Weltkrieg. Er hat auch nichts, er hat auch nichts, er hat auch nichts. Für sie haben wir dieses Kampfoutfit freigeschaltet, was ich auch sehr geil finde. Ich habe irgendwie überall diese Zombie-Hand hier drin, weil ich die einfach nur mega gut finde. Ja, er sieht aus wie ein Samurai. Nix. Und diese vier Charaktere haben gar keine Outfits. Weil das sind die vier neuen Charaktere aus der Marseille-Karte, die man mit, oder aus den drei Marseille-Karten, die man damit auch freischaltet, wenn man sich die GOTY Edition kauft. So, hier haben wir dann die nicht, die auch nicht. Die ganzen goldenen Waffen haben wir freigeschaltet, die einmaligen Versionen, also die Pumpgun im Zombie-Look, die Pistole in Gold. Die nicht. Das Sturmgewehr in Gold und in, keine Ahnung, Sandtarnfarben, was weiß ich. Den Sportkarabiner im Last Aid Look. Das auch nicht, das auch nicht. Das klassische Bullpup-Gewehr ist komplett neu gekommen. Finde ich aber nicht so geil. Ist jetzt nicht so der Burner, ist nicht meins. Dann haben wir hier die MP5 im, Zombie-Look, die Schrotflinte im Last-Aid-Look. Kann ich euch leider nicht zeigen. Ne, das Sturmgewehr. Dann haben wir die hier. Die PDW. So, dann haben wir das Kampfgewehr im tarn-sandfarbenen Look oder whatever. Dann dieses Last-Aid-Sturmkarabiner Gewehrgerät. Das Bullpup-Gewehr im Zombie-Look, das finde ich auch sehr cool. Obwohl ich dieses hier noch freischalten möchte, wegen selektives Feuer. Mal schauen, was das ist. So, die verbesserte MP in Gold. Ist sehr geil. Es hat aber halt Nachteile, weil gerade wenn man in höheren Schwierigkeitsgraden spielt, muss man halt Zeilen durch und da muss man halt auf die hier umswitchen, weil ansonsten wird es echt schwer. Die Sturmschrotflinte nicht, die Armbrust nicht, den Granatwerfer nicht, den kriegt man automatisch. Und dann hat man halt hier noch die ganzen Nahkampfwaffen freigeschaltet. Den aus dem Lobo-Bundle, den Spaten, den Tomahawk aus dem Zombie-Bundle, den Hammer aus, ich weiß nicht, wie dieses Bundle hieß, und die Brandaxt aus dem Last-Aid-Bundle. So. Und jetzt werden wir mal die Maps anspielen, würde ich sagen. Marseille. Französischer Widerstand.
Ich hoffe, wir finden schon ein paar gute Mitspieler. Alleine möchte ich das doch nicht machen, obwohl es alleine halt, es richtet sich nach der Mitspielerzahl, wie schwer es ist. Alleine ist es doch recht easy eigentlich, aber ich möchte trotzdem gerne mit anderen Spielern spielen, weil ja, dann laufen da nicht immer nur diese blöden drei Bots hinterher. So, da haben wir schon den ersten. Dann nehmen wir halt erstmal einen. Was ist der? Level 554. Komm, mach okay, ist doch egal. Los, Junge. Okay. Komm schon. Ach, Junge. Um ehrlich zu sein, habe ich keinen Bock an dem Video hier rumzuschneiden. Deswegen möchte ich das jetzt einfach mal so durchziehen. Bitte. Ich denke mal, ich werde da dann. Oh, was ist los mit dir? Dann gehe ich halt raus. Ich werde dann da zwei Teile draus machen. In dem ersten Teil die kurze Erklärung. Vielleicht schaffe ich diese Karte hier nochmal irgendwann zu spielen. Im nächsten Teil werde ich dann die anderen beiden Karten mal schnell anzocken. Weil die dauern doch eine ganze Zeit, wenn man irgendwann mal anfangen kann. Okay, wir fangen solo an und werden dann sehen, da wird schon irgendwer reinkommen. Aha, alle Spieler sind bereit. Los! Die Karten sind wirklich interessant. Ist mal auf jeden Fall was Neues und auch wesentlich länger. Obwohl ich sagen muss, manche Karten muss man so komische Missionen erfüllen. Das finde ich jetzt nicht so geil. Gerade bei der nächsten Karte ist, glaube ich, da muss man mit dem Raketenwerfer schießen. Ja, da bin ich nicht so gut drin, wie man dann auch sehen wird. Ich hoffe, hier switchen gleich ein paar Spieler zu, weil das wäre schon ganz nice. Weil die Bots bei dem Spiel. Es gibt auf jeden Fall Spiele, wo die Bots schlechter sind. Schlechter, sag ich mal, schlechter. Aber die hier sind auch schon ziemlich räudig. Kommt mit, ihr Bots. Außerdem muss man jetzt halt alles hier alleine machen. Ich muss die ganzen sechs Leichen nach dem Medikament durchsuchen, was ich echt nicht cool finde. Okay. Eins, nicht gefunden. Zwei. Es ist eh in der sechsten Leiche drinne, aber ja. Dammit. Drei. Da hängt immer einer hinter. Vier.
dann sieht man, wie blöd die Bots sind. Anstatt dass sie auf die schießen, obwohl sie schon neben mir stehen, oh, lassen wir das einfach bleiben. Fünf und jetzt kommt Nummer 6. Hier sind ja auch sehr wenig Munitionskisten oder vielleicht sehe ich sie einfach nur nicht. Ah, Tony Boy Ola ist da. Sehr gut. Komm, Tony Boy Ola. Ich brauche Munition. Ah, hier ist wieder eine Stich. Also muss ich leider wieder mit meiner normalen Pistole. Tony Boy Ola ist auch. Level 999. Okay. Na komm, Junge. Oh, er muss aber echt weit laufen. Eine wunderschöne Kirche, sie ist wunderschön gemacht. Ich persönlich feiere dieses Spiel sowieso voll ab. Bis 1999 hat auch wirklich lange gedauert. Hör auf, da zu ballern, komm rein! Er zeigt mir an, dass ich hier hinkommen soll, aber. Naja. So, jetzt müsste auch irgendwann mal wieder Munition kommen. Ja, hier kommt Munition. Hier bereiten wir uns jetzt einfach mal direkt auf den Gegenangriff vor. Oder beziehungsweise auf den Angriff der Zombies. Alles ziemlich schnell gemacht hier. So. Ein Geschütz möchte ich auch hier hinten hin haben. Hier oben. Hier Seite 1. Puh, heute sind wir wieder ein bisschen aimless. Aber ist nicht schlimm. Ich denke mal, das werden wir trotzdem schaffen. Hier ist auch noch ein Geschütz. So. Dann werde ich gleich. Blödsinn. Okay, dann kann es losgehen. Dann kann der dicke Fight beginnen hier. So, wo war der Anfang? Eliminieren die Seite rechts. Ah! Es ist nicht so einfach, an den Bots vorbeizuschießen. Die sind einfach. Aber wenigstens stehen sie. Es gibt so viele Spieler, die bewegen sich immer hin und her, obwohl ich sagen muss, ich mache das beim Schießen auch meistens, manchmal, gelegentlich. Let's go.
Okay, was für mich ein bisschen unverständlich ist, ist, dass er hinter mir den Mörser nicht benutzt. Beziehungsweise das Geschütz hier unten. Naja, muss jeder selber wissen. Au! Ah, ich werde vergast. Nicht so geil. Auch nicht so geil. So, jetzt kommt noch mal Bots, Bots sage ich schon. Jetzt kommen noch mal ein paar Zombies hier hinten. Aber dafür reicht dieses Geschütz hier massig aus. So, und dann war es das auch schon hier. Können wir jetzt auf den letzten Platz gehen und dann müssen wir noch mal richtig rocken. Schlage dich zum Platz durch. Baby. Let's go. Das ist jetzt nicht gerade die Megakunst hier, weil es ist eigentlich, das hier sind wirklich nur ein paar Zombies. Wie man sieht, zitter ich mit der Maus auch einfach nur rum. Ich bin auch schon wirklich lange wach. Okay, jetzt sind wir schon zu dritt. Auf jeden Fall wird es heute ein sehr interessanter Arbeitstag. Das werde ich jetzt schon. Da freue ich mich jetzt schon so ein bisschen drauf. Nicht. Sorry, sorry for what? So, jetzt schon ein paar Geschütze aufstellen, wenn hier irgendwas rumsteht und gut ist. So, was haben wir hier Schönes? Immer sehr. Ich persönlich stelle halt alles immer hier hinten auf, hier so. So, schön in der letzten Reihe. Hier liegt in der Regel immer eine Sprengladung, aber die nutze ich dazu, um nicht so lange warten zu müssen, bis die komischen Typen das aufgeflext haben, die Container, und snacke mir von Anfang an schon mal hier ein bisschen eine Waffenkiste. So. Die können wir dann direkt in den Transporter legen, wenn er dann da ist. Hallo. So, was haben wir hier noch Schönes? Nichts Schönes. So.
Haha. Es ist nicht so geil, Alter. Die müssen immer in der ersten Reihe rumhotten. So. Und dann kommen so einer wie ich, so ein Aimloser. So, jetzt brauchen wir auch nur vier Waffenkisten abgeben. Das ist schon mal ganz geil. Weil ich habe eh schon eine und dann brauchen wir nicht wirklich lange warten. Wenn einer noch eine Sprengladung hätte, wäre das noch ein bisschen cooler. Aber natürlich nett. So, jetzt laden wir unsere vier Stim-Pistolen wieder auf. So. Okay. Die kommen meistens hier aus der Gasse oder aus der Gasse oder hier unten aus dem Tunnel oder aus dem Tunnel oder ja, und hier kam schon wieder so ein giftiges Viech. Ich werde mich einfach mal schnell heilen. Ja, ich möchte jetzt eigentlich, dass so eine kleine Welle kommt, damit man die noch wegpusten kann. Wir haben auch nicht mehr so viel wie mehrere Mörser. Da haben wir ein fast leeres Geschütz. Okay, da kommen sie wieder aus dem kleinen Tunnel raus. Unser Bot ist leider tot. Was des Öfteren mal passiert, also es ist auch jetzt nicht der herbe Verlust. Rette die Schneider. Warum die Schneider heißen, ich weiß es nicht. Okay, die Waffenkisten gesammelt haben wir auch, sind wir jetzt durch. Jetzt warten wir nur noch auf die letzte fette Welle, die kommt. Hast du diese Rotzer? So viel Munition immer draufhämmern. So, wir haben die Schneider geschützt. Okay. Verteidigen. Es kommt noch mal eine dicke Welle. Weg hier, nicht in meine Nähe, ihr Hunde. Ah, ein paar Nachzügler kommen da immer noch. Okay. Damit, Junge. Okay, wir können jetzt einfach nur noch zum Transporter gehen und schon haben wir es geschafft. Okay, easy. Das war Massé französischer Widerstand. Die anderen beiden Karten werden dann im nächsten Video kommen, weil ich ja jetzt auch schon zeitlich ein bisschen rüber bin. Ich weiß gar nicht, wie lange das jetzt gedauert hat. Bis dann.